Was bislang nur bei Mr. Spock und Captain Kirk auf der Enterprise denkbar war, wird in diesem Forschungslabor Wirklichkeit. Reisen durch Raum und Zeit mit Hilfe eines Beamers. Wir haben Studenten engagiert, wie die junge Dame rechts zum Beispiel, die den Sekt servieren sollen, wenn Wissenschaftler aus aller Welt hier und heute diesen Erfolg feiern. Das ist Weltgeschichte, die wir hier heute schreiben. Also möglicherweise sitzen Sie der nächsten Nobelpreisträgerin gegenüber, weil Professor Mertens und ich hier wirklich seit 5 Jahren intensiv arbeiten, daran Raum und Zeit zu verlassen. Diese beiden Kugeln, da werden wir einen Funken dazwischen setzen und den unter 200.000 Volt in Schwingungen bringen. Und der wird hier durch den Raum fliegen. Immer schneller, immer schneller, immer schneller. Wir sehen das nur mit Spezialgeräten. Und wenn er dann eine bestimmte Geschwindigkeit erreicht hat, ja, dann werden wir für eine Nanosekunde aus der Zeit gehen. Uiuiui, Raum und Zeit verlassen. Bei so einem Weltereignis kann natürlich nicht irgendwer im Service arbeiten. Es gibt ein strenges Auswahlverfahren. Haben Sie irgendwelche rudimentären Kenntnisse von Physik? Nein, also nur meine Schule zum Abi. Ja. Eine 80 Watt Birne, wie viel Watt hat die so in etwa? Na, sind das? Preisfrage. 40, 60 oder 80 Watt? Eine 80 Watt Birne. Wie viel Watt hat die? Okay, also 80 wäre es gewesen. Okay, kleiner Test machen wir immer gerne mit neuen Leuten. Mein Gott, Physik ist ja nicht alles. Die neuen Mitarbeiter sollen schließlich nur Sektgläser jonglieren. Sie haben Abitur? Ja. Also, okay. Mit welchem Schnitt abgeschlossen? Mit 2,4. Naja, haben Sie engen Kontakt zu einer Diktatur, ausgenommen Nordkorea? Nein. Waren Sie schon mal da? Nein. Ah ja. Planen Sie einen Angriff auf unser Sonnensystem mit Hochspannungskanonen? Nein. Besitzen Sie eine Hochspannungskanone? Nein. Ich weiß nicht mal, was das ist. Wirklich wichtig, auch wenn irgendeine Extremsituation auf Sie zukommt in den nächsten 24 Stunden. Ich sag mal, Stichwort Folter oder irgendwie etwas. Nicht über das reden, was hier passiert ist. Okay? Jetzt kommt Lockvogel Hanna ins Spiel. Sie soll dafür sorgen, dass alle Wissenschaftler in ihrer Muttersprache begrüßt werden. Wir begrüßen Sie mit Welcome to the High Frequency Transportation Day. Mhm. Today we will overcome time and space. Mhm. Willst du einmal? Ja. Welcome to High Frequencies. Frequencies? Frequencies. Transportation Day. Today we will. Over steht da. Overcome time and square. Space. And space. Space. Oh, ich muss das nochmal durchlesen. Mann, ich mach nochmal. Wichtig ist dann noch Japanisch. Also, Yokoso, Kaksai, Kotswatsteng, Kokang, Kokangyo. Mal schauen, ob das klappt. Erstmal werden all die Wissenschaftler begrüßt, die mit Bus und Bahn gekommen sind. Alle, die jetzt noch fehlen, kommen mit dem, richtig, mit dem Beamer. Hanna stellt die Kiste unseren studentischen Aushilfen vor. Ohne irgendwelche Mittelchen aus Pilles Giftschrank schlucken alle drei die unglaubliche Geschichte. Beamer schließen. Willst du einmal kurz ausprobieren? Materialisierung erfolgt, erfolgt. Die zwei waren gerade noch in Houston. Für unsere Studenten alles ganz normal. Der nächste Gast kommt aus Japan. Ich bin gespannt, wie gut Ihr Japanisch inzwischen ist. Oh, jetzt Japanisch schon. Yokoso. Hallo. Kokanje. Kokanje. Hallo. Das Hallo war doch ganz gut. Immer noch schöpft keiner Verdacht. Der Beamer wird zwar schon mal genauer unter die Lupe genommen, aber hinter dem Beamer kann keiner gucken. Hier reist Häuptling aufgebundener Bär aus den ewigen Jagdgründen an. Jetzt könnte es richtig lustig werden.
Aber wir wissen ja, ein Indianer kennt keinen Scherz. Und auch unsere Opfer nehmen die Situation komplett ernst. Ja, wir werden heute erstmalig zusammen Zeit und Raum überschreiten. We will overcome. We will overcome. Die Wissenschaftler feiern, vor allem sich selbst. I was writing a little speech, but just one second, sorry. Oh oh, der Mann von der NASA hat seine Rede vergessen. I'm afraid I forgot it in my office and back in Houston, Texas. Die muss jemand holen. In Houston natürlich. Können Sie möglicherweise so nett sein und kurz diese Tasche von Dr. Clark aus Houston holen? Das wäre super nett. Echt. Also einfach in den Beamer rein, beamen, dort aussteigen. Da, der Professor Mertens ruft in Houston an. Da wird jemand stehen, drückt Ihnen die Aktentasche in die Hand. Sie steigen wieder ein, kommen zurück. Und dann ist alles fein. Dauert ein paar Minuten, okay? Können Sie das schnell machen? Das wäre echt super. Okay. Passiert nichts, kribbelt ein bisschen. Ist auch überhaupt nicht schlimm. Okay. Ja? Das wäre echt klasse. Oder würden Sie uns und der Menschheit echt einen Dienst erweisen? Okay. Ja? Okay. Und bleiben Sie, gucken Sie ruhig schon in die andere Richtung, weil da geht nachher die Tür auf in Houston, wo Sie dann aussteigen können. Okay. Ja? Okay. Ja, tschüss, danke. Vielen Dank. Es folgt der Klassiker. Houston, Houston, wir haben ein Problem. Der materialisiert nicht. Professor Mertens. Bitte? Der materialisiert nicht. Was ist los jetzt hier? Meine Güte. Der hat heute Morgen noch funktioniert. Ja, funktioniert. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen sich drum kümmern. Na, ich habe Dr. Becker noch angerufen. Er hat die ganzen Verbindungen noch mal kontrolliert. Das kann nicht wahr sein. Das gibt's doch nicht. Nee. Scheiße, ist nicht da. Das gibt's nicht. Sie ist nicht da. Nein, sie ist nicht da. Ich habe den Bäcker extra gesagt, Bäcker, ich... Es sollte alles reibungslos funktionieren heute. Nein, ich rufe den Bäcker an. Reibungslos? Nicht materialisiert. Das heißt, sie ist jetzt unsichtbar. Sieht man doch. Da ist Mailbox drauf. Mensch, rufen Sie den privat an oder irgendwo, oder die Sekretärin. Die sollen den anpingen. Ja, wir haben die neue Mitarbeiterin eingearbeitet. Die sollte beim Sektempfang helfen und die ist dematerialisiert. Komplett auseinandergenommen. Ja, was soll ich denn jetzt machen hier? Ich bin noch da. Herr Becker. Aber was nützt es, da zu sein, wenn die anderen einen nicht sehen? Miss 80 Watt erleidet das gleiche traurige Schicksal. Nee, sie kann ja entweder nur hier sein oder in Houston. Es steckt ja niemand in der Verbindung selbst fest. Das Schade, dass Gedanken tatsächlich unsichtbar sind. Er hatte einen wirklich guten Gedanken. Sichtbar oder nicht, einfach weitermachen mit der Arbeit. Das ist ein Tablettstück, die Tablette ist noch. Verdammt, was ist denn da los? Ah, jetzt weiß ich. Oh Gott. Er ist da. Er muss ja. Ist er da? Wir können ihn nicht sehen. Er ist da, aber wir können ihn nicht sehen. Das kann doch sein. Ich bin noch da. Herr Becker. Sie wurde noch nicht entdeckt. Was mache ich jetzt, Herr Becker? Herr Becker, ich habe doch dreimal nachgeguckt. Irgendwas fasst mich an. Was? Ich habe das Gefühl. Moment, Herr Becker. Was hat mich angefasst? Dann ist sie da. Man kann sie noch nicht sehen, dann ist sie da. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Okay, wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben, okay? Absolute Ruhe. Keiner sagt mehr was. Kathleen, wenn du uns hören kannst, sag uns, ob... Kathleen, wenn du uns hören kannst, sag uns, ob du Spaß verstehst. Ich hab's gewusst.
verstehen Sie Spaß? Also, ja. Herzliche Frage nach Anregungen, verstehen Sie Spaß? Da ist die Kamera. Da ist die Kamera.